Die Hitze in diesem Sommer macht uns wohl allen schwer zu schaffen. Hallo liebe Freunde auf MyQTube, hier ist wieder Helmut aus dem schönsten und ebenfalls sehr trockenen Dorf an der Isar im Landkreis Gifhorn. Die Trockenheit macht uns ganz besonders zu schaffen. Das merkt jeder Hobbygärtner, jeder Landwirt, jeder Ackerbauer und auch wir als Milchbauern. Man hört ja, überall fallen Flüsse und größere Gewässer schon trocken. Auch bei uns hier ist es zu beobachten, wie ihr seht hier, der Beberbach, der hier in der Nähe in die Isar einmündet, ist ebenfalls schon trocken. Ein Bach, der bei hohen Niederschlägen über die Ufer tritt, wo das Wasser über die Ufer tritt, der ist inzwischen ganz und gar ausgetrocknet bis ins Fließbett hinein. Was bedeutet das für uns Milchbauern? Diese lang anhaltende Trockenheit, schon seit Wochen und Monaten, gab es hier nämlich keine ergiebigen Niederschläge mehr. Unser Grünland, von dem wir im Normalfall und in normalen Jahren 3 bis 4 Schnitte ernten, sieht trostlos aus, wie ihr hier auch im Hintergrund sehen könnt. Die Gräser sind total verwelkt und total ausgetrocknet, nicht nur gelb, sondern inzwischen ganz braun sogar. Wir wissen gar nicht, ob wir diese Gräser jemals wieder zum Leben bekommen werden. Wir haben bisher 2 Schnitte anstatt der schon angesprochenen 4 gemacht, wobei der Ertrag des ersten Schnittes vielleicht 80% vom normalen war und der zweite Schnitt bestenfalls 70%. Es sind also gravierende Futterausfälle, die uns hier ins Haus stehen. Wenn wir den Mais betrachten, auch hier bei uns gibt es Maisschläge, die nicht beregnet werden konnten. Deren Höhe, also die Höhe der Pflanzen, gehen mir vielleicht bis zum Bauchnabel, wenn es gut geht, oder noch weniger. Dieser Mais muss notgedrungen jetzt schon gehäckselt werden. Und auch beim Häckseln gibt es Probleme, wenn er sehr trocken ist. Denn zum Silierprozess brauchen wir eine Feuchtigkeit. Und auch zum Festwalzen ist es besser, wenn der Mais eine gewisse Feuchtigkeit hat. Das wird bei diesen Schlägen schon ganz schwierig. Abgesehen davon, dass die Erträge, die im Normalfall bei 500 Doppelzentner ungefähr pro Hektar liegen, ganz, ganz minimal ausfallen werden, nämlich unter 100 Doppelzentner. Und die Qualitäten werden ebenfalls ganz schlecht sein, weil der Kolben gar nicht, überhaupt gar nicht ausgebildet werden kann. Wir haben das Glück, wir haben Beregnung, also Beregnungsmöglichkeiten, Beregnungsbrunnen und Beregnungsaggregate, die das Wasser zu den Beregnungsmaschinen befördern. Und so kann unser Mais 2 bis 3 Mal beregnet werden, sodass er doch normale oder fast normale Erträge zu erzielen verspricht. Und wie ihr seht, sind auch die Kolben sehr gut ausgebildet bei uns, sodass wir auch die Qualitäten erzielen werden. Fazit ist also für uns, die Maiserträge werden gut sein, die Erträge vom Grünland werden schlecht sein. Und das gilt für viele andere Betriebe auch und noch in größerem Maße. Wir haben also die Möglichkeit und sind notgedrungen darauf angewiesen, Futter zuzukaufen. Aber Futter ist knapp, auch auf dem Markt wird es schwierig und teuer. Also müssen wir Zukauffutter in Form von Schrot füttern, was ja auch durch die allgemeine Situation sehr, sehr teuer ist. Also werden in Zukunft wahrscheinlich die Viehbetriebe noch weiter runtergefahren. Die Milch wird weiter verknappt. Und was das für den Verbraucher bedeuten kann, das könnt ihr euch auch ausmalen. Also, hier gibt es auch schlechte Aussichten. Für uns ist es wichtig, auch als Fazit nochmal zu betonen, dass wir stark hier in unserer Region auf die Beregnungsmöglichkeiten angewiesen sind. Und auch da gibt es Kontingente und steht eine gewisse Wassermenge zur Verfügung, die wir auf den Feldern beregnen dürfen. Und das ist ganz wichtig und hier müssen wir auch an die Politik nochmal appellieren, diese Wassermengen uns zuzugestehen.